Was geht ab? In diesem Kapitel wirst du deinen ersten Programmcode selber schreiben, ja? Du wirst lernen, was ein Computerstring oder ganz einfach, was ein String ist und wie du diesen nutzen kannst für deine Zwecke. Ich werde das Ganze hier, also das ganze Tutorial, der ganze Kurs wird auf Linux basieren. Das heißt, ich werde hier Linux benutzen zu Vorzeigezwecken. Du kannst aber auch unter Windows arbeiten. Da funktioniert alles identisch. Du müsstest nur halt irgendeinen beliebigen Texteditor öffnen. Alles klar. Dann öffne ich hier einmal das Terminal unter Linux. Und falls du bei der Eingabe von Gedit, das ist das Textprogramm, das ich benutzen werde, falls du da merkst, dass du eine Fehlermeldung bekommst oder dieses Programm noch nicht installiert hast, dann gib bitte einmal ein sudo apt-get-install-gedit. Ja? Mit diesem Befehl kannst du dir den Texteditor Gedit installieren auf deinem System und dann kann es im Prinzip direkt losgehen. So, ich öffne einmal den Texteditor Gedit. Dann öffnet sich hier ein ganz gewöhnliches Textdokument. Und die erste Zeile an Code, die wir schreiben wollen, ist die sogenannte Shebang-Line. Es ist die Shebang-Line. So, und die schreibe ich einmal auf und dann erkläre ich ganz kurz, was der Sinn dafür ist. Also, ich kann das hier leider nicht vergrößern. Hashtag Ausrufezeichen slash user slash bin slash Python 3. So, und das speichere ich jetzt einmal ab. So, speichern unter, sagen wir mal, Beispielcode.py für Python-Endungen. Also Python-Programme haben die Endung py, wobei das bei Linux keine Rolle spielt. Und diese erste Line hier, es erzählt dem Computer einfach nur, hallo, wir haben hier ein Python-Programm, was wir gerade schreiben. Also diese Zeile ist wirklich nur für die Interpretation vom System gedacht. Wahrscheinlich würde es auch ohne funktionieren, aber ich rate euch, die immer mit dazu zu schreiben. Ja, einfach nur, damit das Programm sieht, ah, okay, Moment, wir schreiben hier gerade Python 3 Code. Also es macht hier nichts, es ist einfach nur zu Interpretationszwecken. Einfach nur, damit das Programm weiß, okay, wir haben hier ein Python 3 Skript. Das heißt, auch bei anderen Skripts, die ihr jetzt online in Zukunft finden werdet, dann werdet ihr auch sehen, okay, ist das hier für Python 3 oder ist hier Python überhaupt involviert oder ein anderes Programm? Ja, wenn es natürlich ein Bash-Programm ist, wird hier oben das irgendwie kenntlich gemacht. Das heißt, daran erkennen wir auch direkt, mit was für einem Skript, mit was für einer Programmiersprache wir es überhaupt zu tun haben. Und die erste Zeile an Code, die wir schreiben werden, ist relativ simpel. Wir benutzen die Funktion print. Ja, print. Dann öffnen wir eine Klammer. Jetzt wichtig, Gänsefüßchen. Und dann schreiben wir mal Hello World. Ganz klassisch im Programming-Stil. Hello World. Ich speichere das hier mal ab mit Steuerung S oder hier oben auf Save drücken. So, das ist im Prinzip unsere erste Zeile an Code. Und was sie tut, ist einfach nur Print. Das heißt, drucke, ne? Von drucken. Das heißt, zeig uns den folgenden Inhalt. Hello World. Wenn wir das hier einmal ausführen. Wir schließen das, den Texteditor einmal. Ups. So, dann drücke ich ja mal LS. Dann sehe ich, hier habe ich meinen Beispielcode. Dann geben wir noch einmal ein changemod plus x. Das ist einfach nur eine rechte Erweiterung, damit das Programm auch executable, das x für executable, also ausführbar ist, ja, damit die Datei auch ausführbar ist. Geben wir das einmal ein. Das müssen wir immer machen, wenn wir das erste Mal ein neues Programm schreiben. Und dann können wir ja eingeben Python 3 Beispielcode. Dann sehen wir hier, uns wird der Text, den wir eingegeben haben, angezeigt, Hello World. Ja? Und das ist im Prinzip ein String. Ein String ist für den Computer unlesbarer Code, das heißt für den Computer ist das nur irgendeine Information, die er gar nicht verwerten kann, die der Computer gar nicht weiter beachtet. Er sagt nur, okay, das ist eine Information, für mich nicht relevant, ich druck das so aus, wie du es mir gegeben hast. Du gibst mir die Information, boom, ich gebe dir die Information wieder zurück. Das ist ein String. Und Strings, die Eigenschaft ist, wenn wir das hier nochmal öffnen, ja, gedit und dann den Namen der Datei dahinter. Wenn wir das hier nochmal öffnen, dann sehen wir, Strings sind in Gänsefüßchen eingeklammert, ja. Das heißt, links und rechts vom String, vom Text, den wir ausdrucken wollen, sind Gänsefüßchen. Ja, jetzt bei Python sind es Gänsefüßchen. Was wir auch machen können ist, wir nehmen print, neben ein
ein Single Quote, ja, also ein Strich oben, können das gleiche machen, auch wieder Hello World. Das hat denselben Effekt. So, dann schließen wir das hier mal wieder. Und wenn ich jetzt nochmal das Programm ausführe, sehe ich, es hatte keine Auswirkung. Ja? Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, okay, warum gibt es dann überhaupt zwei verschiedene Möglichkeiten? Nun, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text habe, der selber ein Gänsefüßchen enthält, zum Beispiel Print Abonnier doch bitte, abonniere doch bitte Pentesticles. So, jetzt Moment. Pentesticles Kanal. Dann sehe ich, dass ich hier drinnen ein Single Quote habe. Wenn ich jetzt aber links und rechts drum Single Quotes benutzen würde, dann wäre es so, dass das Programm an der Stelle aufhören würde. Dann würden wir eine Fehlermeldung bekommen. Ich lösche mal den oberen Teil hier und mache das mal hier in alles in Single Quotes. Ja, dann seht ihr hier schon, es merkt schon farblich an, Moment, hallo, hier hört es gerade wieder auf. Das heißt, nur der vordere Teil hier wird als ein String interpretiert, weil hier wurde ein Single Quote eröffnet und hier wurde es wieder geschlossen in der Mitte. Das heißt, alles, was danach kommt, ist nicht mehr Teil dessen. Und was wir hier bekommen würden, ist einfach nur eine Fehlermeldung bei Python, weil Python kann das nicht mehr interpretieren. Das Programm ist nicht mehr dazu in der Lage zu sagen, was hast du mir hier gerade gegeben? Hier seht ihr auch Syntax Error. Das heißt, irgendwas haben wir hier falsch gemacht. Deswegen, damit das nicht passiert, falls wir so einen Single Quote haben, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen Gänsefüßchen oder wenn wir einen Text haben, wo beides drin ist, können wir auch ein Slash benutzen. Ja? Ein Slash benutzen wir mit Altgriechisch und dem Fragezeichen, also ein verkehrt herumes, also quasi ein Rückwärtszeichen. Ja? Dieses Rückwärtszeichen nennt man auch ein Escape Character. Ja? Ein Escape Character nennt man das, ein Escape Character. Der bedeutet im Prinzip, der Buchstabe, der nach diesem Slash kommt, der soll bitte ignoriert werden. Der soll bitte nicht als ein Teil vom Programm interpretiert werden. Der soll bitte für mich so interpretiert werden, wie er steht. Das heißt, er ignoriert dann im Prinzip, dass dann noch ein Single Quote oben steht. Ja. Und hier sehen wir, okay, abonnier doch bitte Pentesticles Kanal. Das heißt, damit haben wir jetzt schon einiges gelernt, was Strings sind. Ja. Strings sind einfach nur Textbausteine, wobei es nicht nur Text sein muss, es können auch Zahlen sein, ne, das können wir auch mal hier als Beispiel nehmen. Wir können hier auch irgendwelche Kanal 500-fach oder irgendwie so etwas. Das heißt, wir können auch Zahlen reinmischen und dann können wir den Text wieder, ich mache das mal hier ein bisschen sauber, können wir den Text wieder auf dem Display anzeigen lassen, dann sehen wir, okay, der Kanal hier, die Zahlen, Zeichen, ist einfach nur eine Zeichenkette, eine Zeichenfolge. Also eine bestimmte Kombination an Zeichen, das wäre ein String. Und das ist die simpelste Form an Programmcode, die wir erstmal schreiben können, aber doch eine der meistgenutzten Befehle auch tatsächlich, ja. Also auch wenn ich Programmcode schreibe, benutze ich sehr oft die Print-Funktion, weil wir meistens zwischendurch irgendwo ja gerne etwas angezeigt haben möchten. Wir möchten irgendeine Art von Text, dass das Programm uns hier den Text anzeigt. Ja, und das machen wir im einfachsten Fall, wie gesagt, mit der Print-Funktion. Jetzt bist du an der Reihe. Ich würde dir vorschlagen, dass du jetzt rausgehst, ja, das Video hier mal kurz pausierst an der Stelle und wirklich mal selber versuchst, ein bisschen herumzuprobieren, ein bisschen zu schauen, funktioniert es in der Form, funktioniert es in einer anderen Form. Und wie gesagt, beim Print, die Klammer nicht vergessen, die Print ist eine eigene Funktion. Ja, ist eine eigene Funktion, wo wir Klammern öffnen und dann innerhalb der Klammern setzen wir nochmal Gänsefüßchen, damit wir zeigen, es handelt sich gerade um einen String und den packen wir da rein, was auch immer es ist. Führen das Skript einmal aus und das war's im Prinzip schon. Ja? Das ist schon alles, was ich zu Strings sagen kann. Es ist eine Art von Datentypen, ja? Es ist eine der ersten Arten von Datentypen und in den weiteren Videos werden wir noch andere Datentypen sehen, zum Beispiel Zahlen. Ja, und bei Zahlen gibt es auch nochmal zwei Unterkategorien, aber dazu kommen wir dann. Alles klar, das war's auch schon im Prinzip.